Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Lies of P. Ich hatte ja versprochen, ich werde mal ein Video dazu machen, was einer der besten Waffenkombinationen Griff und Klinge ist und das so früh wie möglich im Spiel. Und das mit der Klinge ist nicht so ein Geheimnis, das Sägeblatt sollte schon relativ bekannt sein, aber in Verbindung mit dem Brombeergriff macht das richtig viel Schaden. Ich zeige euch das gerade mal. Wir werden gleich auch nochmal zeigen, wo es die gibt, also Fundort der beiden Sachen und natürlich auch welche Amulette ich spiele. Aber jetzt hier erstmal der Schaden von dem Ding. Ich werde eine komplette Ausdauerleiste reinhauen. Dann seht ihr, wie viel Schaden das ist. 7100. Eine komplette Ausdauerleiste. Und das Krasse finde ich bei der Waffe ist, dass sie so schnell angreift mit Hiebangriffen. Also, wenn ihr meine Runs gesehen habt oder in letzter Zeit was von mir gesehen habt, habe ich ja immer diese riesengroße Keule dabei gehabt. Die hat aber richtig langsam angegriffen und die greift richtig, richtig schnell an. Und wenn wir es jetzt mal auf die Spitze treiben, mit einem Schleifstein, einmal komplett durchgehen und dann noch die Farbe reinhauen. Gerade bei Bossen werdet ihr das sehen, dass das richtig, richtig viel Schaden reinhaut. Vor allen Dingen auch mit den Amuletten. So viel Schaden. Guckt es euch an. Bam! Also das wird auf jeden Fall Thumbnail. Mehr Clickbait geht nicht mit 26.000. Ja, Farbe gibt es einmal L1 plus Dreieck. Kostet nur eine Farbe richtig gut. Und dann gibt es noch die normale Dreieck. Die finde ich gar nicht so gut, aber kostet auch nur zwei. Wenn, würde ich immer L1 plus Dreieck machen. Die ist richtig gut. Und dann in Verbindung mit dem Schleifstein und in Verbindung mit den Amuletten, da kann ich gerade mal zeigen, welche ich spiele. Ich spiele aktuell, weil die Waffe so schnell angreift, gerne Arm des Gottes. Den kriegt ihr, nachdem ihr Viktor besiegt habt bei Alidoro. Der macht, dass nach jedem Angriff der nächste Angriff noch stärker wird. Bis mal 4 geht das. Also bis zu einem Vierer-Stack geht das. Dann Extremmodifikation, das erhöht den Schaden bei vollen Fabelslots. Dann nehme ich immer Geduldamulett mit, damit ich mehr Ausdauer schnell zur Verfügung habe. Ich nehme immer blaue Wächterschaft mit, erhöht Menge an LP, Ausdauer und Legion. Und ich habe jetzt hier das Jägeramulett, aber da könntet ihr natürlich auch noch was anderes nehmen, was euren Angriff nochmal erhöht. Dann, wie immer, habe ich die Puppenschnur natürlich dabei. Das ist meiner Meinung nach oder für meinen Playstyle die Legionswaffe, die mir am meisten Spaß macht und die am meisten Schaden raushaut. Und jetzt zeige ich euch, wo ihr die Waffe bekommt. Vorher zeige ich euch aber noch ganz kurz das Scaling, was ich krass finde. Es skaliert nämlich mit Entschlossenheit und Technik. Das heißt, ihr habt zwei Scalings drauf. Ich habe beides auf 50 gemacht. Das würde wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen hochgehen mit dem Schaden. Das Ding wiegt nur, in Anführungsstrichen, 18. Hat eine relativ gute Waffenhaltbarkeit. Und wie gesagt, Angriffstyp ist Hieb. Alles sehr gute Stats, wie ich finde. Farbeladung 560 und Pulszellenladung 14. Auch super. Schadensreduzierung beim Blocken ist 70, ist auch super, also allgemein eine richtig, richtig gute Waffe. Und jetzt zeige ich euch, wo ihr das findet. Relativ früh, Akt 5 im Malum-Distrikt, da müsst ihr hin. Das heißt, nachdem ihr den Bischof besiegt habt, kommt ihr in den Malum-Distrikt und dort findet ihr einmal das Sägeblatt, da laufen wir jetzt einmal hin und dann auch die Brombeerklinge, beziehungsweise den Griff der Brombeerklinge. Beides im Malum-Distrikt, das macht die Kombination auch gerade so gut. Also es ist nicht eins, was ihr ganz am Anfang findet und eins ganz hinten, sondern beides findet ihr relativ früh. Akt 5 könnt ihr, wenn ihr Fuoco schnell besiegt und auch den Bischof, relativ schnell hin. Ich habe jetzt hier natürlich schon die Abkürzung offen, die nehme ich jetzt nicht. Ich zeige euch den normalen Weg. Ihr könnt hier natürlich auch alle Gegner besiegen. Ich werde hier für das Video jetzt einmal komplett durchrennen. Ihr könnt euch aber natürlich Zeit lassen. Ihr könnt das Sägeblatt eigentlich auch nicht verfehlen, weil der Weg hier komplett straightforward ist. Also, ihr könnt hier euch nicht verlaufen. Lauft immer weiter geradeaus. Wichtig ist, dass ihr dann irgendwann zu dem Platz kommt, wo ihr ein brennendes Logo der Kaninchenbande seht. Der Platz ist hier. Dort findet ihr dann auch einen großen Gegner. Den könnt ihr hier hinlocken und dann hier an der Treppe cheesen, wenn der euch zu schwer ist. Und wenn ihr den besiegt habt, lauft ihr einmal hier durch. Und da vorne einmal die Leiter hoch. Die Leiter müsst ihr so hoch, auch wenn ihr hier normal durch wollt. Deswegen alles immer noch der straighte Weg, den ihr sowieso laufen müsst. Dann würde ich sagen, besiegen wir den Gegner hier, weil der nervt ein bisschen. Ist mit der Puppenschnur natürlich relativ easy. Puppenschnur kann ich auch sehr empfehlen. Ist eine sehr geile Legionswaffe. Den besiegen wir hier auch. Der nervt nämlich auch sonst. Dann müssen wir den noch besiegen. Der nervt uns nämlich sonst auch. Und da vorne ist schon
die Truhe, die ihr wollt. Hier ist das Sägeblatt drin, habe ich jetzt leider schon aufgemacht. Aber hier ist das Sägeblatt drin. Wenn ihr dann das Rätsel hier gelöst habt, hier gibt es auch nochmal ein Telefon und einige Items zu finden. Guckt euch hier auf jeden Fall gut um. Irgendwann könnt ihr hier das Tor aufmachen, da geht ihr dann durch. Und den Weg weiter entlang. Und dann kommt ihr ins Red Lobster. Und dort findet ihr dann den zweiten Teil der Waffe, den ihr braucht. Und zwar gibt es dort einen versteckten Händler. Den Händler müsst ihr bestechen mit einem Ergo-Fragment. Deswegen ganz wichtig, dass ihr schon ein Ergo-Fragment irgendwie am Start habt. Laufen hier einmal durch. Lauft ihr hier durch. Da gibt es dann auch nochmal die Abkürzung, die ich euch zeigen kann. Hier ist die Abkürzung. Die könnt ihr dann aufmachen. Da ist der Stargazer. Und hier ist die Leiter, die ihr braucht. Wenn ihr oben an der Leiter seid, gibt es hier diesen Händler. Den müsst ihr bestechen. Und dann könnt ihr hier für 2600 die Krummschwertklinge, die Brombeer-Krummschwertklinge kaufen. Gibt ja auch nochmal eine Schallplatte und ein paar Throwbills. Das ist übrigens auch der Händler, wo ihr unendlich Wurf-Items kaufen könnt. Also ein sehr wichtiger Händler. Den solltet ihr euch auf jeden Fall warm halten. Dann haben wir hier Griff des Brombeer-Krummschwerts und die Sägeblattklinge für oben drauf. Und dann habt ihr die Waffe schon ready. Und weil ich euch unbedingt zeigen will, wie krass diese Waffe ist, gehen wir jetzt auch nochmal ins Endgame-Gebiet. Wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, schaltet ihr hier ab. Ansonsten schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Gegner im Endgame-Gebiet an. Weil die Waffe ist wirklich stark. Und ich bin die ganze Zeit mit dieser Riesenwaffe rumgelaufen. Deswegen weiß ich, wieso die hier so stark ist. Weil die so schnell angreift und trotzdem krassen Überwältigungsschaden hat. Was man gar nicht so glauben würde, weil die Waffe so schnell angreift. Diese schnellen Angriffe in Verbindung mit einem Schleifstein, gerade vielleicht Säure bei Simon, ist ja der Endboss, macht richtig Schaden. Hier oben kommen jetzt Gegner, die auch richtig viel Leben haben. Wir sind hier im NG plus 2. Ich hau hier einen Schleifstein drauf und versuche hier mal zu backstabben. Und dann guckt euch einfach den Schaden an. Über 2000 mal eben mit einem Backstab. Das war schlecht gespielt. Ich will euch nochmal ganz kurz die Puppenschnur zeigen. Die haut nämlich auch richtig Schaden raus. Eine Puppenschnur-Kombo und der ist down. 3000, habt ihr das gesehen? Es ist so krass und wenn ihr den Victor, dieses Victor-Amulett habt, dann greift ihr mit jedem weiteren Angriff, macht ihr mehr Schaden. Das ist so eine geile Kombination mit diesen schnellen Angriffen. Klar gibt es noch andere Waffen, die noch schneller angreifen, aber nicht mit diesem Damage-Output. Das muss man ganz klar sagen. Halte ich mal ganz kurz. Und da vorne kommt ein großer Gegner, da können wir ganz gut sehen, wie der Schaden hochgeht mit dem Amulett und wie schnell wir hintereinander angreifen. Vor allen Dingen mit der L1-Dreieck-Kombination ist das wirklich, wirklich, wirklich krass. Ich meine hier auf jeden Fall eine Puppenschnur zu Beginn für den Überwältigungsschaden. Das hat super funktioniert. Machen wir gleich nochmal. Dann ein R2. Könnt den jetzt natürlich auch stabben, aber ich will euch zeigen, wie. Also die Waffe ist wirklich, wirklich stark, Leute. Wir sind im NG plus 2 mit Puppenschnur. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Spielt die Waffe. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Demnächst kommt ja Lords of the Fallen 2 raus. Die neue Season von Diablo und. Wenn ihr da dabei sein wollt, würde ich mich selber ein Follow freuen, Leute. Ich würde mich selber ein Like auf das Video freuen. Und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr gerade für eine Waffe benutzt. Und ob ich vielleicht mal eine andere Waffe ausprobieren sollte. Klinge plus Griff gibt es ja viele Kombinationen. Ob es da irgendwas gibt, wo ihr sagt, ey, das ist gut, das muss der Lou auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.